Gladbach nicht zu wundern. Vor 100 Jahren also, am 23. Mai 1915, war der Schicksalstag für Südtirol. An diesem Tag erklärt Italien dem österreichischen Kaiser Franz Josef den Krieg. Dieser sogenannte Intervento, also der Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg auf Seiten von England, Frankreich und Russland, bringt eine neue Front und die verläuft durch das alte Kronland Tirol. Vor genau 100 Jahren beginnt der Krieg vor der Haustür. Sie haben viele Gesichter, die Kriegerfriedhöfe und Gedächtnisstätten für Soldaten im Ersten Weltkrieg. Einer der eindrucksvollsten ist der Soldatenfriedhof in Brixen. Oswald Überegger vom Zentrum für Regionalgeschichte der Freien Universität Bozen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Ersten Weltkrieg und seinen Folgen für Tirol. Diese Kriegerfriedhöfe, die es heute gibt, auch in den Dolomiten, auch hier in Südtirol, sind sozusagen die stummen Überreste dieses Krieges und zeigen, dass eben dieser Erste Weltkrieg wirklich der erste technisierte Massenkrieg war, der auch eine ganz andere Dimension von Verlust erzeugt hat, eben in Form dieser Tausenden und Abertausenden Gefallenen. Südtirol und das Trentino im Ersten Weltkrieg. Das blutige Geschichtskapitel ist überaus facettenreich. Seine Bedeutung geht weit über das Kampfgeschehen im Hochgebirge hinaus. Es kommt zum Einzug der letzten Reste der wehrfähigen Bevölkerung, der Männer in Tirol durch die Mobilisierung der Standschützen. 30.000 Mann, von denen ein großer Teil auch an die Front kommt. Südtirol wird zum unmittelbaren Frontgebiet, zum Etappengebiet, zum Nachschubgebiet für diese Dolomitenfront. Und dementsprechend groß sind auch die Auswirkungen. Es kommt zu einer wirtschaftlichen Ausbeutung des Landes. Das heißt, das Militär requiriert Lebensmittel, Futtermittel, Vieh. Es besetzt natürlich auch landwirtschaftliche Grundstücke. Noch unmittelbarer die Auswirkungen des Krieges in Trient. Österreich misstraut seinen eigenen italienischsprachigen Untertanen. Es kommt zu militärgerichtlichen Urteilen gegenüber Trentinern, es kommt zu diesen Internierungsmaßnahmen, es entsteht ein eigenes Internierungslager in Katzenau bei Linz für sogenannte politisch unzuverlässige Trentiner, wo sich gewissermaßen die politische Intelligenz ja die Klinke in die Hand gibt. Also diese Auswirkungen sind für das Trentino ab dem Mai 1915 enorm. Einmal abgesehen von den unglaublichen Zerstörungen, die es in Trentino nach dem Kriegsbeginn mit Italien gibt. Also ganze Dörfer werden durch diesen Krieg zerstört, durch die Einwirkungen des Krieges und auch, man muss das sagen, durch eigenes Militär devastiert. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wird die Brennergrenze gezogen. Der italienische Staat, speziell der italienische Faschismus, untermauern einen Besitzanspruch. Gefallenendenkmäler werden an Stellen gesetzt, wo niemals gekämpft worden ist. Ossarien in Innichen, am Reschen in Gossensass, die einen ganz bestimmten Zweck erfüllen sollen. Es sind im Prinzip nicht nur harmlose Ossarien, sondern auch Denkmäler mit einer politischen Botschaft. Es geht hier gewissermaßen um den Machtanspruch des italienischen Faschismus auf Südtirol. Es geht um die symbolische Inbesitznahme auch dieses Landes, das eben dokumentiert werden sollte durch diese Ossarien, die an der Grenze, an der neuen Grenze zu Österreich errichtet werden. Das ist insofern natürlich auch eine Geschichtsverzerrung, weil in diesem Raum ja nie Kämpfe stattgefunden haben. Die Front verläuft viele, viele Kilometer weiter südlich. Aber die Errichtung dieser Ossarien ist im Zusammenhang zu sehen eben mit dieser faschistischen Geschichtsverdrehung, mit diesem Anspruch auf Südtirol, mit diesem Großmachtgetue des italienischen Faschismus. Und diese Denkmäler entstehen in diesem Zusammenhang in Südtirol und auch anderswo. Heute, nach dem Wegfall der Grenzkontrollen im gemeinsamen Europa, haben diese Kriegsfolgen viel von ihrer alten Bedeutung verloren. Der umstrittene geschichtliche Zusammenhang ist heute auf erklärenden Tafeln eingeordnet. Etwas, wovon man noch vor wenigen Jahrzehnten
nur träumen konnte. Das Land Tirol gedenkt in dieser Woche des Beginns des Gebirgskrieges vor 100 Jahren. Dabei sind auch die Traditionsverbände aus der ganzen Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino. Beginn der Zeremonie mit dem Titel Brücken für den Frieden.